Halt die Augen offen, die Crew müsste einfach zu finden sein. Von den gestohlenen Fahrzeugen ist eins für das FBI besonders interessant. Und es steht fest, dass es nicht bei Hector und seinen Leuten war. G-Max Team ist für kriminelle Machenschaften bekannt, aber niemand hätte gedacht, dass sie mal am helllichten Tag Fahrzeuge von den Docks stehlen würden. Wir haben sie wohl unterschätzt. Finde heraus, ob sie ihre Aktivitäten verlagert haben. Ach, und noch was. All meine Missionen waren erfolgreich. Und so soll es auch bleiben. Es war doch sowas von absehbar, dass Hector und seine Leute irgendwann ganz einfach verschwinden. Ist ja hier nicht wie im Knast oder so. Die sind einfach abgehauen. Du hast doch auch zu der Crew gehört und bist jetzt noch hier. Ich werde dir was sagen. Über dich wird geredet. Gerade jetzt, wo du Palm Harbor verlassen hast. Besser, du gehst jetzt. Hast noch was zu beweisen, oder? River Expressway, 20 Uhr. Die haben offenbar wirklich nicht gemerkt, dass ich gekommen bin. Sind die so blöd? Sind die so bescheuert? Scheint so, ja. Oh, der Omar hat's auch hier hinterschlagen. Das habt ihr ganz gut gemacht, wirklich. Der Chihu-Clan ist jetzt schon so weit vorne, das kann man nur noch schlecht aufholen. Vor allem, wenn man dann auch noch so gerammt wird. Bitte, was? 29 Sekunden. Verarschen kann ich mich auch selber, okay? Sehr viel Highspeed. Also machbar. Meine Güte, ist die Strecke weit. Aber jetzt mache ich den Chihu-Clan fertig. Oder auch nicht, weil ich wieder einen Fehler einbaue. Endlich Gas, meine Fresse. Oh Mann, Alter. Das gibt's ja nicht. Yeah.
So, Windschatten. So, mal schauen, ob es für Dominanz gereicht hat. Nein, nur gewonnen. Da hätte ich 20 Sekunden schneller sein müssen. Wow. Rennen muss ich nochmal machen. Fahrzeugscheine. Wo sind sie denn? Gebt sie her. Beim ersten Mal ist es am schlimmsten. Danke. Oh ja. Nickel. Hier. Gib ihn mir. Was? Ist nicht dein Ernst, Mann. Doch nicht für den. Freddy Nickel Rogers. Er war mal Boxer oder besser gesagt, möchte gern Boxer. Ziemlich langes Vorstrafenregister, saß 5 Jahre im Knast und hat seitdem den Spitznamen Nickelback. Du hast verloren. Und der Loser gibt den Schein her. So ist das nun mal. Was ist, Mann? Hey, halt dich zurück. Ich mag deine Wut, aber lass sie lieber im nächsten Rennen raus. Vielleicht hast du schon von Gregory McDonald gehört. Auf der Straße nennt man ihn G-Mac. Ein Ex-Cop. Er wurde wegen seiner brutalen Methoden entlassen. Er weiß, wie er seine Leute von den Cops fernhält. Bisher kam niemand an ihn ran. Nichts würde den Leuten mehr gefallen, als Sunset Hills aus seinem Würgegriff zu befreien. Klasse Rennen, Hübscher. Wir werden uns sicher sehen. Rose Largo scheint dumm und oberflächlich zu sein, aber sie regelt G-Macs alltägliche Aktivitäten. Du solltest sie im Auge behalten. Racer Boy, schnapp dir einen Wagen. Ich würde Nickels nehmen. Ja gut, dann haben wir jetzt endlich einen neuen Wagen hier. Aber er ist auch nur ein Stufe 3 Wagen. Der Lancer scheint mir am besten zu sein. Ich nehme den. Den Evo 10. Aber sehr gut, damit bin ich schon mal auf kompetenteren Material. Also, zuerst mal Wagen. Leistung. Schnellupgrade. Nee. Tuning. Leistung. Fahrwerk straff. Antriebsstrang Höchstgeschwindigkeit. Reifengrip. So. Mit dem Setup komme ich bislang am besten klar. Okay. Dann fahren wir dieses Rennen nochmal und versuchen die Dominanz zu erhalten. Ich will die Leistungspunkte. Beendet. Das ist ein normaler Job. Wo ist das Scheißrennen hier? Wo ist es? Hallo?
Wo ist das Rennen? Meine Fresse, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht irgendwo sein. Irgendwo ist es doch. Irgendwo ist das Rennen. Wo ist das verdammte Rennen? Ich habe ja nur gewonnen und nicht dominiert. Aha, hier. Weil es ein Job ist, sieht man das nicht richtig. Okay, nochmal. Ich gewinne zwar kein neues Auto mehr, aber zumindest das Fahrzeug können möchte ich schon noch irgendwie haben. Dann bleibt mir nicht mehr viel übrig für heute, weil dann habe ich schon recht viel aufgenommen. Das brauchen wir nicht nochmal zu sehen. River Expressway, 20 Uhr. Das Auto fühlt sich so langsam an, vorerst. Alter, du Idiot! Ich will wirklich alles in den Weg kommen, das ist unglaublich. Hört endlich auf, in meiner Gegenwart zu bremsen. Bislang bin ich im Wagen extremst nutzlos. Hab überhaupt keine Leistung. Nee, absolut. Keine Leistung. Der Wagen ist schwächer als der TT. Um einiges schwächer als der TT. Das ist ja noch das Traurige. Er ist wirklich sehr schwach, der Wagen. Obwohl er vielleicht die besten Stats hat, aber der ist richtig langsam. Doch lieber den Camaro genommen. Dazu extrem wenig Grip.
verdammt schlechtes Auto. Da muss man wirklich sagen, der Tay-Tay ist viel besser. Vom 1 ist der TT stärker. Stärke, er hat mehr Kraft. Dieses Auto ist wirklich. Naja, es ist groß und schwer und fühlt sich überhaupt nicht schnell an und es ist auch nicht schnell. Der Wagen ist für die Katze. Da muss ich ihn wechseln. Leider, leider, das war jetzt ein Fehl. Das war jetzt offenbar ein richtiger Fehlkauf. Man sieht es eigentlich, die viel bessere Beschleunigung. Theoretisch. Aber er beschleunigt nicht besser. Im Gegenteil, es ist total widersprüchlich. Ich habe den Wagen zwar ausgewählt, aber trotzdem nicht ausgewählt. Komm schon. Nein, ich war eben noch den blöden Mitsubishi. Dabei wollte ich den TT haben. Ach Mann. Kann ich bitte wechseln? Annehmen. Geht doch. So, ich denke, ein Rennen werde ich noch machen. Und so wie es aussieht, wäre ich dann beim anderen gar nicht schnell genug, um da überhaupt Gold zu schaffen. Da müsste ich wirklich ein fehlerfreies Rennen haben und dazu ein schnelles Auto haben. Aber ich war da gut 20 Sekunden zu weit weg. Mach das Checkpoint-Rennen. Ich versuche jetzt einfach mal so weit wie irgendwie möglich mit einem ungetunten Auto zu kommen. Auf jeden Fall mit dem Mitsubishi komme ich nirgendwo hin. Das ist ein Scheißwagen. Entschuldigung. Er ist nicht schnell auf der Geraden, das ist eigentlich auch überhaupt nicht gut. Vor allen Dingen lässt auch zu wünschen übrig. Total verhunzt. Sparen wir mal ein bisschen Geld zusammen und schauen, was ich dann damit kaufen kann. Hoffentlich ein potentes Fahrzeug. Das war der falsche Weg. Keine Ahnung, wie viele Sekunden das gekostet hat. Aber wenn ich fehllos durchkommen sollte, das trotzdem für die dominante Zeit reichen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt sehr viel Geschwindigkeit verloren.
sowieso vergessen. Das war jetzt lächerlich. Was wollte ich da überhaupt? Ich habe hier einfach einen Durchgang gesehen. Also ich wäre sehr überrascht, wenn das noch zu Gold reichen würde. Dominanz. Ich bin überrascht. Trotzdem 10 Sekunden. Wow. Ich bin wirklich überrascht. Also, Reifen-Upgrade erhalten, Einnahmenbonus erhalten. Perfekt.